nicht dafür bezahlt, dass er Sklaven hat, sondern Söhne und Töchter, die seine Pläne kennen. Er nennt uns Freunde. Und ich kann euch sagen, ein Leben mit dem Heiligen Geist ist das aufregendste und schönste Leben, das was man hier auf dem Planeten haben kann. Wir warten nicht auf Gott, dass er irgendwas macht. Der Himmel wartet auf uns, damit wir endlich begreifen, wer wir geworden sind durch was er gemacht hat. There was this change of like, it was almost like there was this something exciting because I knew that I had something in me that people needed. Aber ich habe einfach wirklich so eine Veränderung erlebt, weil ich auf einmal gemerkt habe, dass Leute wirklich, dass ich etwas in mir habe, das Leute wollen. And it became like this adventure with Jesus. Und es ist dieses Abenteuer mit Jesus geworden. Dass ich gebetet habe und wirklich angefangen habe zu erwarten, dass Gott was tut. Weil wisst ihr, es ist ein Unterschied, ob wir für jemanden beten, zum Beispiel für einen Kranken, ne? Einfach weil das unsere Pflicht ist und weil wir das müssen, weil es in der Bibel drin steht, oder ob wir beten, weil wir erwarten, dass da was passiert. Du schuldest der Welt ein gesegnetes Leben und eine Begegnung mit Gott. Wenn du das schaffst, Leute eine Begegnung zu schaffen, gibst du das Beste, was es gibt. Wow! Everywhere I go! Überall, wo ich hingehe! Spread the aroma of Jesus! Ich verteile den Geruch des Aroma Gottes! Everywhere I go! An jedem Ort! Und was er einfach braucht, ist für unsere Bereitschaft. Und ihr seid alle hier, weil ihr Hunger habt, weil ihr mehr wollt. Gott wird Schachzüge machen in deinem Leben, wo du vom Staunen nicht herauskommst. Okay?